Verstopfungen sind ein häufiges Problem, das viele von uns kennen. Es kann unangenehm sein und unseren Alltag beeinträchtigen. Aber wusstest du, dass es Lebensmittel gibt, die nicht nur Verstopfungen lösen, sondern auch deinen Darm reinigen können? Ja, du hast richtig gehört. Und heute werden wir genau darüber sprechen. Nummer 1. Wasser. Dein bester Freund. Es mag offensichtlich klingen, aber Wasser ist eines der besten Mittel gegen Verstopfungen. Es hält den Stuhl weich und fördert die Darmbewegung. Also denk daran, täglich genug Wasser zu trinken. Nummer 2. Ballaststoffreiche Lebensmittel. Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Leinsamen und Chiasamen sind reich an Ballaststoffen. Diese fördern nicht nur die Verdauung, sondern helfen auch, den Darm zu reinigen und Giftstoffe auszuscheiden. Ein täglicher Verzehr kann Wunder wirken. Nummer 3. Grünes Blattgemüse. Grünes Blattgemüse wie Spinat, Grünkohl und Mangold sind nicht nur nährstoffreich, sondern auch hervorragend für die Verdauung. Sie enthalten wichtige Vitamine und Mineralien, die den Darm unterstützen und Verstopfungen vorbeugen. Nummer 4. Probiotische Lebensmittel. Joghurt, Kefir und andere fermentierte Lebensmittel sind reich an Probiotika. Diese gutartigen Bakterien helfen, das Gleichgewicht in unserem Darm wiederherzustellen und damit die Verdauung zu fördern. Nummer 5. Pflaumen und Pflaumensaft. Pflaumen sind bekannt für ihre abführende Wirkung. Sie enthalten sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe, die die Darmbewegung anregen. Ein Glas Pflaumensaft am Morgen kann dir helfen, deinen Tag gut zu beginnen. Verstopfungen und Darmprobleme können wirklich unangenehm sein, aber mit den richtigen Lebensmitteln kannst du nicht nur Verstopfungen lösen, sondern auch deinen Darm gesund halten. Probiere diese Lebensmittel aus und spüre den Unterschied. Was denkst du über diese Tipps? Hast du eigene Hausmittel gegen Verstopfungen? Teile sie mit unserer Community in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Tipps und Tricks von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!